In jedem Badezimmer, in fast jeder Küche, in den meisten Geschäften und ganz sicher in jedem Schwimmbad, in all diesen Räumen und Gebäuden hatte er schon seine Finger mit im Spiel, der Fliesenleger. Dass die Arbeit in diesem Beruf wirklich vielfältig ist, zeigt sich schon alleine an der Berufsbezeichnung. Denn offiziell arbeitest du als Fliesen-, Platten- und Mosaikleger. Durchgesetzt hat sich allerdings die Berufsbezeichnung Fliesenleger. Denn auch wenn die Materialien, mit denen du arbeitest, ganz schön vielfältig und unterschiedlich sind, so sind die Arbeitsabläufe relativ ähnlich. Wenn es sich bei deinem Auftrag um eine Badezimmerwand oder eine Gebäudefassade handelt, die in die Jahre gekommen ist, heißt es zuallererst Fliesen abschlagen. Du nutzt einen Bohrhammer fürs Grobe und für die kleinen Feinheiten nimmst du einen Flachmeißel. Im nächsten Schritt geht es um das Allerwichtigste bei deiner Arbeit. Du bereitest den Untergrund vor. Denn nur wenn du den Putz gleichmäßig und eben an der Wand anbringst, kannst du später perfekte Ergebnisse erzielen. Das gleiche gilt auch für den Boden, wo du den sogenannten Estrich verlegst. Dann bringst du mit Fugenmasse oder Fliesenkleber die Fliesen oder Platten fachgerecht an der Wand an und verfugst alles, damit später dann zum Beispiel keine Feuchtigkeit in den Untergrund dringen kann. Die Ausbildung zum Fliesenleger oder zur Fliesenlegerin dauert 3 Jahre und ist als klassischer Handwerksberuf dual angelegt. Die theoretischen Inhalte des Berufs bekommst du in der Berufsschule vermittelt und bist in den Praxisphasen auf Baustellen unterwegs. Dein Ausbildungsbetrieb ist in der Regel ein Unternehmen aus der Bauwirtschaft, also etwa ein Betrieb im Ausbaugewerbe, der sich mit Neubauten und nachträglichen Änderungen beschäftigt. Welche Techniken gibt es, Fliesen in bestimmten Mustern anzuordnen? Welches Material wird dazu genutzt? Wie errechnet man den nötigen Materialbedarf? Und welche Sicherheitsvorkehrungen müssen an der Baustelle getroffen werden? Um solche Fragen geht es in der Berufsschule. Du merkst schon, auch die Theorie ist in diesem Job ganz schön praktisch. Deshalb findet der Unterricht regelmäßig in Übungswerkstätten statt. Auf der Baustelle geht es dann ganz konkret darum, Mörtel anzurühren und sich für einen bestimmten Kälte-, Wärme- oder Dämmschutz zu entscheiden. Bei Arbeiten im Rohbau ist eine genaue Planung unabdingbar. In technischen Skizzen liest du nach, wo welche Fliesen oder Platten verlegt werden. Mit einem Fliesenschneider bereitest du dann passgenaue Schnitte zu und arbeitest nach Vorlage die unterschiedlichsten Motive in Mosaikwänden ein. An welchem Auftrag du auch gerade arbeitest, du tauschst dich immer eng mit dem Auftraggeber aus. Es ist übrigens durchaus üblich, dass du auch mal auf Montage fährst. Das bedeutet, dass Baustellen weiter weg von dir zu Hause liegen und du dort mehrere Tage oder Wochen am Stück bleibst. In deiner Ausbildung verdienst du im Durchschnitt 750 Euro im ersten Ausbildungsjahr, 1020 im zweiten und 1270 Euro brutto im Monat in deinem letzten Ausbildungsjahr. Du möchtest Fliesenlegerin oder Fliesenleger werden, weißt aber noch nicht so genau, wie du dich gegenüber anderen Bewerbern durchsetzen sollst? Vielleicht hast du ja schon mal ein Praktikum in der Baubranche gemacht oder in der Firma deines Onkels auf dem Bau ausgeholfen. Das sind richtig starke Gründe, die für dich sprechen. Oder du hast einen Führerschein der Klasse B und kannst damit dann später von Baustelle zu Baustelle fahren. Das solltest du auf jeden Fall alles in deine Bewerbung schreiben. Also, worauf wartest du noch? Bewirb dich noch heute um einen der freien Ausbildungsplätze zum Fliesenleger auf ausbildung.de.